ja nochmal so eine Erweiterung von dem Video davor mit der gleichen Sequenz, aber hier mit dem Unterschied, dass wir drei Optionen für die folgende haben, beziehungsweise sie hat drei Optionen, was ihr in der Zeit als Verzierung machen könntet. Ja? Okay, starten wir damit, dass wir euch sozusagen nur die Figur, die Sequenz an sich zeigen, ohne Verzierungen. Und ich gehe sie immer mit um sie rum. Vor, Seite, Rückseite. Vor, Seite, Rückseite. Ja, das wiederhole ich die ganze Zeit. Also, beziehungsweise, klar, ein paar Male. Und jedes Mal sind 180 Grad Drehung für sie. Und ich habe immer die gleichen Schritte. Ja? Von der Führung her wäre das so, dass der Anfang zum Beispiel nur zum Beginnen. Ja? Hier so ein Seitenschritt, und zwar so, dass wir versetzt sind. Ja? Und hier, ich verleihe auf rechts. Also das heißt, beide sind auf rechts, gekreuzte Systeme. Und hier, wenn wir langsam gehen, ich gehe vor, Seit, ja? Rück und Seit. Ja? Und diese letzte Seit, ja, die ersten drei Schritte waren hier. Ja? Diese letzte Seitenschritt gehe ich wieder rüber, in der anderen Seite. Und das sind die 180 Grad für Sie. Vor, Seit, Rück, Seit. Ja? Okay. Jetzt beginnen wir mit den drei verschiedenen Verzierungen, die Sie machen können. Das heißt, Verzierung 1, Option 1. Also die Möglichkeit, dass Sie ein Kreuz machen, ohne Verlagern, also ohne Gewichtwechsel. Und dann entsteht so wie eine Art Rocke. Also die Chicas machen genau das gleiche wie das Video davor. Wir gehen Seit, Rück, Rück, via mit der Dissoziation. Er fängt an, um mich zu gehen. Also dann nutze ich die Gelegenheit, ein Kreuz zu machen, ohne Gewicht zu verlagern. Dann, wenn diese Pivot stattfindet, ich bleibe so gut wie möglich, so lang wie möglich mit meinem Fuß, mein freies Fuß gekreuzt, aber wenn ich wieder assoziiere, dann assoziiere ich auch meine Füße. No? Ja, guck. Stellt euch vor, ich war am Anfang auf der Seite. Da kommt dieser Moment, wo sie das Kreuz macht. In diesem Moment, was Becken angeht, ja, guck noch in diese Richtung, am Anfang. Hier möchte ich werde jetzt gleich einen Seilwerkschritt machen. Oben guckt sie aber zu mir. Und deshalb ergibt sie so eine Spirale von oben nach unten. Und allmählich, weil ich Gewicht verlagere, dreht sie weiter. Und dabei löst sie selber auf, ne, das Bein. Weil das führe ich gerade nicht, ne, das ist eine Verzierung, das muss klar sein. Ne, das ist wichtig. Weißt, nicht, ich führe die Drehung an sich, aber nicht dieses Kreuz und den Rest. Ja. Und ich muss auch achten, dass ich bin mit dem Beat, also ich dieses Rhythmus ändere ich auf keinen Fall. Ich habe nur diesen Zeit für den Pivot, um kreuzen und wieder assoziieren. Ja, genau. Option 2. Also eine andere Alternative. Wir, die Führende, führen die ganze Zeit das Gleiche. Ja? Für uns verändert sich nichts. Also. Ja, mit der zweiten Option, was ich mache, ist kreuze, aber sofort eben meinen Fuß, also hier versuche ich 90 Grad im Versuch, also parallel zum Boden und 90 Grad mit meinem Standbein zu kriegen, meinen Fuß auf mein Knie und dann gehe ich nach unten und zurück. Also machen wir langsam diesen Moment, die gleiche Situation von davor. Sie beginnt genau wie davor, zuerst macht sie ein Kreuz, unten eine Gewichtsverlagerung. Während die Drehung kommt, aus dieser Situation geht die Punteo-Situation noch hier
Weil, also mit dem Wein ist nicht nach, also nicht zu mir, sondern eher ein bisschen in die andere Richtung, dadurch bleibt es in geschlossener Position. Und hier, wenn ich rübergehe, ist das Wein wieder unten schon bereit, um wieder zu gehen oder für Massade, weil könnte natürlich von hier könnte ich sie woanders führen. Ne? Jetzt machen wir diese Sequenz, aber der Punkt ist, am Ende ist es wieder bereit, um in jede Richtung gehen zu können. Ne? Also hier ist wieder runter. Ja, vielleicht hilft die Idee, dass unsere Muskulatur immer zieht nach innen, damit ich nicht so viel Bewegungen machen muss, sondern ich kontrolliere das hier ganz klein. Alles passiert hier in meine Achse. Genauso, dass ich hier versuche, meine Bauchmuskulatur ein bisschen zu aktivieren und ich versuche den Kontakt mit seinem Hand, ja, auf meinem Rücken. Ah, Rücken immer schon aktiv. Genau. Okay, und jetzt die dritte Option. Wo, wie gesagt, kann ich vor, die Führende ändert sich nichts. Und dafür die ganze das Gleiche. Sie hätte die Möglichkeit, unterschiedliche Verzierungen in diesem Fall zu machen. Ja, also nochmals zur Erinnerung, meine Schritte ändern sich auch nicht. Was ich mache, ist, ich versuche was anderes während dem Pivot stattfindet zu machen. Mein Oberkörper ist auch genauso wie das Video davor, nur dass ich spiele mit meinem Spielbein. Das ist eben das Schöne dabei. Ne? Also das ist nicht so, dass jetzt sich was verändert, sondern verändert sich absolut nichts. Und trotzdem kannst du mit dem Spielball ganz vieles machen in der Zeit. Hängt natürlich auch ein bisschen von der eigenen Fantasie. Das heißt, ihr könntet andere Sachen vielleicht, kommt ihr auf andere Ideen. Ja? Aber das sind natürlich jetzt Anregungen. Okay, Option 3. Okay, dann wir hoffen, dass ihr viel Spaß habt damit. Dankeschön.